Wisst ihr, warum der Großmeister so an Kapitän Cook interessiert ist? Nun, Sir, er ist klug und ambitioniert. Sein Wissen als Seefahrer sucht seinesgleichen. Und wenn ich meiner Lieblingsbardame in Halifax Glauben schenke, hat er gerade ein eigenes Kriegsschiff erhalten. Er ist auch Experte im Entschlüsseln von Geheimcodes. Ein solcher Mann kann unserer Sache zugutekommen. Da ist sie, die HMS Pembroke, Captain James Cooks Schiff. Ein Prachtstück. Kriegsschiff, voll bewaffnet. Wir sollten mit der Morrigan längs gehen. Master Kenway wartet sicher schon. Willkommen an Bord, meine Herren. Schön, euch zu sehen, Captain. Captain Shake Hormack, Captain James Cook. Es ist mir eine Ehre. Ganz meinerseits. Captain Cook hat eine recht beunruhigende Kriegsliste aufgedeckt, die unsere Informationen bestätigt. Jawohl. Eine Flotte der Royal Navy ist auf dem Weg nach Louisburg. Die Franzosen planen einen Überraschungscoup gegen sie, falls der Angriff gelingt. Das dürfen wir auf keinen Fall zulassen. Gentlemen, die Schlacht um Louisburg könnte sehr wohl der Wendepunkt werden, der diesem Krieg schließlich ein Ende setzt. Also was mich betrifft, ich habe genug vom Krieg. Möchtet ihr dann nicht das Kommando, Captain Cormack? Ich bin sicher, ihr genießt es, ein Schiff zu steuern mit echter Feuerkraft. Das sollte ich wohl, Captain. Wolf, Lawrence und Whitmore führen die drei Divisionen der Royal Navy. Wer ist Kommandant? Major General Amherst, persönlich, zurück aus Hannover. Ihr findet Interesse am Krieg, Shay? Ich möchte euch nicht enttäuschen, Sir. Setzt eure Mörser ein, Shay. Sie könnten für unseren Sieg entscheidend sein. Oh Gott! Brander!
Falls sie durchbrechen, vernichten sie unsere Flotte. Dann sollten wir das verhindern. Ich erkenne das Schiff, Sir! Es ist die Experto Kredel! Ariwale. Welch Glück für ihn, dass wir andere Ziele haben. Abgemacht. Wir müssen diese Brander loswerden. Master Kenway hat recht, Captain. Mörser könnten sich als vorteilhaft erweisen. Ein Schiff nähert sich! Ein feindlicher Schiff! Franzosen! Erwarten Befehle, Sir! Wir sind genau in ihrem Weg! Wir müssen den Brander versenken! Wir sollten genau ihren Weg. Wir müssen den Brander versenken. Gott. Brander, falls sie durchbrechen, vernichten sie unsere Flotte. Dann sollten wir das verhindern. Ich erkenne das Schiff, Sir. Es ist die Experto-Kredel. Adewale. Welch Glück für ihn, dass wir andere Ziele haben. Abgemacht. Wir müssen diese Brander loswerden. Feuer! Kanone bereit! Mehr Brander! Ich glaube, Master Kenway hat recht, Captain. Mörser könnten sich als vorteilhaft erweisen. Wir sind genau in ihrem Weg. Wir müssen den Brander versenken oder von hier fort. Wir sind genau in ihrem Weg. Wir müssen den Brander versenken oder von hier fort. Wir sind genau in ihrem Weg. Wir müssen den Brander versenken oder von hier fort. Ich glaube, Master Kenway hat recht, Captain. Mörser genau sich als vorteilhaft erweisen. Wir müssen den Brander versenken oder von hier fort. Noch mehr Feinde, Sir. Und weitere Brander. Es ist hoffnungslos. Vielleicht sollten wir uns zurückziehen. Krieg und Vernunft passen nicht immer zusammen, Captain. Es ist noch nicht vorbei, Männer. An die Kanonen. Ja! Das ist die Royal Navy. Das war aber in letzter Minute, Captain Cormac. Das Kriegsglück wendet sich. Das war großartig, nicht wahr? Es ist noch zu früh zum Jubeln. Adewale ist da draußen.
Wir werden ihn schon noch zum Tanz bitten können, Master Kenway.